mögen, also Frauen mögen diese verletzliche Seite an uns Männern. Die mögen das auch mal zu spüren, einfach, okay, das ist jetzt kein Typ, der jetzt irgendwie machen muss, oh, ich bin der Allergrößte, sondern der ist stark, der Mann, weil er auch mal schwach sein kann, weil er sich traut, auch mal schwach zu sein. Und da habe ich gemerkt, dass da Frauen dann auch ganz oft schwach werden, wenn sie merken, so, sie hat so eine sehr softe Seite an sich. Also ihr habt eine Seite, wo ihr euch vielleicht irgendwie um andere kümmert, ihr habt eine Seite, die an euch verletzlich ist. Es laufen immer mehr Frauen auch durch die Welt, genauso wie Männer, die einfach eine extreme Bindungsangst haben. Also da sind dann vielleicht mal negative Erfahrungen gemacht worden und die haben dann auch ganz viele Sorgen, Ängste und Nöte so dabei so im Hinterkopf von ihrem Unterbewusstsein rumschwirren. Und das ist dann genauso unsicher. Und ganz viele Mädels, bei denen ist das dann so, dass die diese Unsicherheit eben gerade nicht zeigen, sondern stattdessen eher eigentlich so zum Beispiel das dann durch Lachen kompensieren. Oder dadurch, dass sie dann sehr unsicher sind mit euch, dann an ihrer Freundin klammern. Mhm. Ja, nimmt ihr das auch vielleicht so wahr, also sie hat irgendwie zwei Mädels, die hängen die ganze Zeit nur zusammen. So, ich habe gerade mit ihr gesprochen, jetzt ist sie bei ihrer Freundin und sie redet lieber jetzt mit der und tuschelt mit der. Das ist auch ganz oft Unsicherheit, das ist nicht immer Ablehnung. Das ist manchmal auch so, dass die genauso unsicher ist, sich das aber eben nicht traut, das zu sagen und das auszusprechen. Und meinst du dann, es hilft so einer Frau zu sehen, okay, der Mann hat auch solche Unsicherheiten, aber sagt das einfach und sagt so, ja, ist okay, habe ich auch. Und, oder hilft es dann mir zu sagen, der Frau ist total, der Fels in der Brandung, mich kann der gar nichts aus der Bahn werfen, hilft das dann mehr? Das ist ja nicht authentisch in dem Moment, weil das ist ist ja nicht du in dem Moment. Ja. Und deswegen so dieses Ising nennt man das, also zu sagen, was jetzt ist, in dem Moment. Ja. Du lässt ja dann die Hosen runter. Das ist cool, dann zu sehen, so, wow, hey, ist auch noch ein Mensch.